Illaoi, ungewöhnlicher Pick gerade eben gesehen. Wir springen direkt rein. Es geht los mit dem Brown Bun, Rice und relative Standard-Buns. Aber wir sind gespannt, was hier jetzt gespielt wird. Ob Schalke so ein bisschen was aus einer Trickkiste greift oder ob das normal bleibt. Weil Schalke hat letzte Woche relativ, also gar nicht mal so extravagante Picks gezeigt. Nee, also ich denke allgemein, die Teams werden das oder müssen es nicht. Ich glaube, wir haben auch diese Special Picks meistens gesehen im zweiten Game, wenn sie hinten lagen oder sowas. Oder einfach, wenn sie vorne lagen und das Team, zum Beispiel wie Gamers 2 jetzt einfach auswappt, was halt nur Gamers 2 eigentlich betrifft zurzeit, die sich das erlauben dürfen. Aber ansonsten, ich denke, es ist einfach diese Standard-Sachen, die funktionieren. Und nur wirklich, wenn man es davor trainiert hat, sind Special Picks irgendwie wertvoll oder sollten vorgebracht werden. Ja. Elise Bun, Target gegen Gilios tatsächlich, nach der Performance letzte Woche. Interessant auf jeden Fall. Ich finde auch, wenn man als Team so ein bisschen lernen will, wie man zusammenarbeitet, sollte man nicht so weit weg von der Meta gehen und diese Pocket Picks ranholen, sondern wirklich bei der Meta bleiben und einfach die Meta lernen und in dieser gut werden und nicht irgendwie versuchen zu cheesen, weil auf Dauer wirst du als cheesendes Team nie besser werden. Wir haben das bei Unicorns of Love gesehen, die hatten einen sehr erfolgreichen Split einmal, weil sie sehr, sehr viele cheesy Picks hatten und irgendwann waren die dann weg und seitdem sind sie nie wirklich wieder zurückgekommen. Und deshalb bin ich immer ein Freund davon, wenn man mehr so für die, ja, für die Meta geht. Ja. Dementsprechend wird hier auch gleich Rek'Sai eingeloggt. Aktuell Ek'Sai im Jungle. Sehr, sehr beliebt, sehr tanky. Base Damage ist am Start. Also bringt vieles mit, hat sich da so langsam wieder in die Meta geschlichen. Das ist immer so ein kleiner, schleichender Übergang bei den Junglern, merkt man das immer. Da ist mal kurz ein Graves da, da ist mal kurz eine Kindred da. Aber gerade mal wieder tanky Jungler Main. Vor allem, wenn man so einen tanky Jungler hat, hat man wieder auf der Toplane Möglichkeit, mehr für diese aggressiveren Picks zu gehen, wie zum Beispiel eine Irelia. Also die kann da wirklich mehr auf Damage gehen. Selbst nach dem Trinity Force, wir haben es gesehen, vorne mit einer Irelia mit Yumus Ghostblade Second gesehen. Das war also sehr aggressiv, sagen wir es mal so. Aber kann man sich ja leisten, wenn man einen anderen Tank im Team hat und man das zum Funktionieren, ne, bringt. Und was ich jetzt auch sehr lustig Bild finde, was ich ausprobiert habe letztens, ist Trinity und Black Cleaver. Durch den jetzt mehr Attack Speed. Es ist ziemlich lustig. Man hat angenehm viel Damage. Also noch mehr, besonders an Tanks. Trades sind unnormal easy. Xio Asi auf 6.11, wie ist der so? Ist der meiner Meinung nach immer noch relativ hoch gerankt? Ich finde, er ist immer noch stark, ja, definitiv. Also er ist immer noch auf dem Level wie zum Beispiel ein Viktor. Er kann immer noch das gleiche tun wie vorher. Er hat jetzt, seine Wand steht halt nicht so lange und er kann nicht mehr so schnell Turm pushen. Er ist aber immer noch viel schneller im Turm pushen als jeder andere Midlaner, einfach weil er diese Attack Speed über den W-Spell kriegt und auch für Attack Speed baut. Und er hat halt ein bisschen Utility verloren, er ist aber vollkommen okay. So, er ist immer noch stark, er kann immer noch das tun, was ihn zu einem guten Champion macht. Okay. Bard Caitlyn wird gesichert auf der anderen Seite und auch der Karma Locket ist mit am Start. Mittlerweile fast jedes Game, ne? Also Karma als Supporter ist mittlerweile ziemlich beliebt durch die W, durch auch sogar den relativ hohen Base Damage für den Supporter auf dem Q. Und ja, die Schild EOI OP. Ich frage mich tatsächlich, für was jetzt Blyze in einem Midlane gehen wird gegen den Azir. Also Sandkax ist ja gerade ein bekannter LeBlanc-Spieler, aber er könnte natürlich auch für so Services wie Viktor gehen. Aber jetzt pickt erstmal Schalke. Haben gerade den Gragas und den Ezreal. Wäre okay. Gragas Blindpick könnte man auf die Toplane noch flexen. Man kann gucken, vielleicht einen Counterpick auf der Red Side noch für Top nehmen. Haben sie auch eingeloggt. Ezreal auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, gegen eine Caitlyn ist ein Ezreal meiner Meinung nach ein ziemlich guter Pick, weil du einfach safe farmen kannst. Also es ist schwieriger für eine Caitlyn, ihn zu bedrängen in der Lane. Aber sie wird es natürlich trotzdem schaffen, weil sie eine Caitlyn und so viel Range hat. Aber wie gesagt, Ezreal hat seine Power Spikes und er kann relativ sicher farmen. Deshalb gefällt er mir als Pick sehr, sehr gut hier. Gerade zusammen mit der Karma ist vollkommen okay. Jetzt hat mir jemand ein paar Picks, die eher unwahrscheinlich sind, aber wir wollen heute nichts ausschließen. Wir haben schon einiges gesehen. Jinx, Illaoi, Kha'Zix. Yasuo. Manche haben besser funktioniert, manche haben ein bisschen gefeedet. Oh, was interessant ist jetzt, was wir gerade sehen, ist schon mal Flash, ist schon mal Ignite und TP auf Toplane. Fizz. Wanda, also Fizz oder Hackery, was ich unwahrscheinlicher sehe, aber es wird Fizz. Ja, also ist die, wie gesagt, die bessere Variante von Echo auf jeden Fall zurzeit. Und super annoying auf der Lane im 1v1 mit Ignite. Aber wie gesagt, ist ja ein bisschen andere Sache, ist ja Lane-Swaps und so weiter. Von daher, wenn er in eine ungünstige Situation kommt, wo sein Turm weg ist und er dann ein bisschen gekämpft wird, ohne Flash, ist halt bitter. Aber so an sich ist es echt ein starker 1v1 und wird hier auch gegen Gnar kommen.
Was, das ist auch noch... Hat's noch nicht gelockt. Noch nicht, aber wenn ja, dann wäre es ein sehr interessantes Matchup, weil ich finde, dass Fizz gegen Gnar gewinnen kann. Sogar sehr easy, wenn er es richtig spielt. Gnar muss wirklich outplayen, die meisten Spells von ihm mit dem Jump. Ansonsten ist RIP. Vor allem sehe ich ein großes Risiko, weil ein Rexer einfach ein schnellerer Jungler ist als ein Gragas. Ein Gragas ist relativ langsam im Early Game. Und da kann der Rexer jetzt schon schneller mal auf der Top-Lane sein und einfach ja, den Gank anbringen, bevor Gragas überhaupt da sein kann. Mit Fizz Level 6 ist das echt easy. Du kannst den Jump Interrupt, du kannst alles machen. Vor allem Rexer kommt so schnell hinterher. Poppy Login. Gefällt mir besser. Ist sicherer als der Gnar, denke ich. Ja. Gerade mit der Jungler-Kombination noch zusammen. Ansonsten sehen wir in der Midlane eine ziemlich schwierige Combo für einen Viktor, weil Gragas E-Flash, Ulti und dann noch ein Azir, den noch weiter wegkickt. Also da hat man die Möglichkeiten, die Ganks an den Mann zu bringen. Gilius da auf jeden Fall mit den Möglichkeiten da. Und ansonsten, ich denke jetzt wirklich, dass es ein sehr Midlane-zentriertes Spiel werden wird, gerade für Schalke, also weil sie da einfach diese Ganks anbringen können. Es wird schwierig, einen Fizz zu ganken, auch mit der Poppy vielleicht Early Game, dass man da irgendwie einen Snowball holt. Aber ansonsten denke ich eher, dass es um die Midlane gehen wird. Hier. Jawohl. Botlane ist mehr so ein Farm-Ding. Also, eure letzten Predictions für dieses Match? Ich finde schwer, wenn der Fizz ins Rollen kommt und gut splitpushen kann, dann würde ich Splice geben, wenn sie gut spielen. Ansonsten ist es so 50-50 irgendwie. Also ist echt schwer. Ich würde auch 50-50 sagen. So. Ich würde keinem den Vorteil geben. Von den Picks her. Ja. Beide haben so ihre Stärken, worauf sie aufbauen können. Ne? Der Fizz-Split-Push, aber auf der anderen Seite diese Ganks in der Mitte auf den Viktor, weil der so unmobil ist. Müssen wir sehen, wie sie es spielen. Darauf kommt es an. Wird ein interessantes Spiel zwischen Splice und Schalke 04. Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren beiden Castern, Maxim und Sola, für dieses letzte Best of Two am heutigen Tage. Yay! Und wir sind absolut bereit. Fizz Top Lane wird wahrscheinlich das Ding gespielt. Traditionelle Teamkomposition von Schalke, Traditionsverein quasi, mit einer traditionellen Komposition. Einzige Variation über die letzten Zeit ist mehr oder weniger Support, aber das ist okay. Gilius diesmal mit Gragas dabei. Er hat wirklich einen Bann gegen. Fand ich auch sehr interessant. Also seine Elise-Performance letzte Woche war natürlich grandios. Da kann man nicht dran rütteln. Aber so ein eigentlich soliden, aber nicht in Ansatzweise auch nur zu starken Jungler zu bannen, nur weil Gilius ihn stark kann. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung war. Man hat jetzt dafür den Azir durchgelassen. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde den Azir, egal wie gut die Elise ist, wesentlich schlimmer. Elise ist zwar, wie gesagt, er hat das eine Game fast schon alleine gecarried mit der Elise, hat jeden Stun wirklich getroffen, aber den Azir, da musst du nicht eine herausragende Performance leisten, solange du solide spielst und du machst das Gleiche. Und Fox war ja auch übel gut. Der Fox Azir ist alles andere als schwach. Früher war er eigentlich nur für seine Assassins bekannt. Inzwischen ist aber auch Azir einer seiner Pocket-Champions quasi. Also da bin ich auch nicht so ganz mit der Entscheidung von Yamato Ken, also dem Coach von Splice, einverstanden. Aber schauen wir mal. Doppelagent. Doppelagent. Ja, wer es im Overlay gesehen hat, der gute Niff war einfach in beiden Teams der Coach. Finde ich sehr nice. Deswegen müsste er sich gut auskennen. Die Frage ist, für was schlägt sein Herz? Ich denke, es ist Schalke. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, bann einfach Elise. Und lass Asia auf. Lass schön den Asia durch. Was ich auch interessant finde, ist, dass tatsächlich Karma jetzt inzwischen so ein Standard-Supporter geworden ist. Sehen wir inzwischen in fast jedem Spiel. Aber es sind auch Braumen so gebannt, also. Das stimmt. Ich würde halt immer Braum nehmen. Braum ist so. Braum ist halt wirklich ein sehr universeller Champion. Jetzt hier eventuell der Face-Check von Mickey. Das könnte brutal sehen. Zack, vier Mann. Geh. Oh, der Stunt. Spread, einer oder take noch einer. Das du hast überlebt. Oh, nimm das Q. Stark. Ganz wichtig. Kein einziger Beschwörerzauber verbraucht. Währenddessen man zwei verwendet hat, hier von Kobe und natürlich auch das der Barflash. Bitter, vor allem Mickey hat halt schon einen Spell geskillt. Das ist halt hier auch wieder ein Tipp an alle, skillt nicht, bevor ihr auf die Lane kommt. Hätte er hier seine Journey geskillt, wäre er weggekommen. Das ist natürlich extrem bitter schon wieder. Wobei, nun, alle wären ihm hinterher. Ich meine, die wären dem alle ja, sowas ja, aber er hätte einfach in Richtung Tower das Ding machen können. Hätte das bis dahin er muss ja in den Busch flashen und dann reisen, meinst du? Ich denke, das wäre machbar. Ich wäre da hinterher. Ja gut. Da kommt ja kein Stun danach. Spielst du ja jetzt erst. Das stimmt. Ich aber nun gut, First Blood für einen Nazril bedeutet natürlich, so in ungefähr einer Minute kann er Base gehen und sich die Träne holen. Das könnte unangenehm werden. Aber man muss natürlich sagen, es hätte auch schlimmer kommen können. Also mir würde jetzt ein First Blood auf einem Lucian oder so wesentlich härter vorkommen als auf einem Azrael. Wobei, wir haben ja auch gesehen, dass Azrael-Spieler gerade mit diesem wirklich simplen Item-Build ganz gut snowballen können. Stimmt, also klar, Bard, Kate, das ist eigentlich eine ziemlich fiese Lane, aber man hat jetzt die Dominanz auf der eigenen Seite. Plus, wenn deine Spells auf Cooldown sind, also du sie nicht zur Verfügung hast, wie den Heal, wie den Flash, dann wirst du die nächsten 3 bis 4, 5 Minuten in 4-4 defensiver spielen müssen auch.
da geht halt wirklich massiv Druck verloren. Das ist einfach der Fakt, dass du weißt, du kannst im Notfall nicht healen, du kannst im Notfall nicht flashen, bedeutet, dass sie ganz anders spielen müssen. Oh, du kannst jetzt muss Fox aufpassen. Nicht annähernd so aggressiv spielen. Jetzt hier schöner Flash engaged, könnte aber reichen. Ihr Heal auch noch benutzt. Ohne Heal wäre es brenzlig geworden, so, aber ist er hier safe. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, nicht Teleport mitzunehmen, aber nun sehr viel Druck auch eher in der Midlane verloren, denn ohne Flash muss man sich natürlich so einem Gank immer wieder ausgesetzt fühlen, wenn man pusht, und das bringt viel Sicherheit für Sengoku. Das stimmt, der ist Asi, hat einen guten Escape, hat hier aber wahrscheinlich dann vielleicht gerade sein E tatsächlich auf Cooldown gehabt oder vielleicht auch QWQ geskillt, wer weiß. Er hatte sein W auf Cooldown und deswegen konnte er sein E nicht benutzen, sein Q auch nicht. Also das war kein Soldat mehr da. Okay, das ist bitter. Am Anfang musst du halt wirklich ein bisschen sparsam sein. Kannst du aber eigentlich nicht. Das heißt, du willst deine Soldaten wirklich benutzen, um den Gegner reinzupushen. Also das ist quasi der Grund, warum da Probleme mehr oder weniger am Start waren. Du hast es erwähnt, die Träne nun auf dem Ezreal sehr, sehr schnell geholt. Hat natürlich um einiges an Farm verloren. Kriegt jetzt aber wahrscheinlich unterm Turret so viel, wie es geht. Und der erste Blue Buff. Na, wenn du als Midlaner den ersten Blue Buff bekommst, das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Sieht man aber tatsächlich mit Rek'Sai im Jungle relativ häufig, weil du brauchst die Cooldown Reduction nicht wirklich auf einer Rek'Sai und das Mana gibt dir halt wirklich nicht viel. Der einzige Nachteil, den du hast, ist, seit den Changes zu den XP bekommst du halt die nicht mehr, wenn du den Blue abgibst. Das heißt, dir fehlt early ein großer Buff an XP, was Trashy aber wenig auszumachen scheint. Der ist vom Level nämlich trotzdem über Gilius, hat da wahrscheinlich auf der Mitte ein bisschen XP weggetankt. Also bei Gilius wird jetzt mit den Raptoren aufsteigen. Ja, aber er ist trotzdem halt so ein halbes Level wahrscheinlich hinter Trashy. Geht jetzt hier, wobei er war auch schon in der Base, das muss man sagen. Gilius war bereits in der Base, ist jetzt auch Level 4 geworden mit so einem kleinen, ist also relativ gleich auf. Aber Trashy hat natürlich den Blue Buff an XP nicht bekommen. Frage ist nur, wie viel kann Sengoku mit diesem Blue Buff letztendlich machen? Er kann wahrscheinlich Fox relativ gut reinpushen und mit einem Azir ist es jetzt nicht unbedingt unmöglich, unter einem Tower zu lasten, geht aber ziemlich doll ins Mana und er hat jetzt hier Double Dorans. Ich denke, damit wird er nicht unendlich farmen können. Sieht auch schon relativ mau aus, was sein Mana angeht. Und auch den kleinen Trade hier kann er nicht gewinnen. Man darf natürlich nicht vergessen, Sengoku hat noch Flash Heal und Fox nicht. Das heißt, er muss viel passiver spielen und gerade auf Level 6 extrem aufpassen, dass Sengoku hier nicht einfach rollt. Ja, geht jetzt schon wieder Base. Hat sie jetzt die Schuhe geholt? Schuhe steigern nicht direkt die Tankiness. Also da definitiv Sengoku mit dem großen Vorteil. Kann da bleiben, kann nochmal pushen, kann sich einen Farmvorteil erarbeiten. Also der eine Gank, den Trashy gebracht hat, hat halt wirklich Fox zurückgeworfen. Und das ist so ein bisschen die Strategie. Ne? Nicht jeder Gank muss fruchten, muss einen Kill holen, sondern das reicht halt auch aus, weil, wie gesagt, 10 Vasallen, das ist halt im Prinzip ein halber Kill. So. Das ist halt extrem viel Gold, was verloren geht. Oder was der Gegner im Vorteil hat, sagen wir mal, es ist ja nicht direkt verloren gegangen. Steve kloppt sich ein bisschen mit Wanda, aber das ist halt auch so ein Matchup, wo ein Kill zu holen sehr schwer ist. Ja, und alleine im 1 gegen 1, dieser Fakt, dass Wanda Ignite hat, das bringt auch nochmal sehr viel Respekt in den Kopf von Steve, darf man nicht immer vergessen, weil im Endeffekt natürlich kein Flash zu haben, kann im Teamfight einen Nachteil bedeuten, bei einem Gank wie jetzt zum Beispiel hier einen Nachteil bedeuten. Oh, Flash eh vielleicht? Das ist schwierig. Ist gegen den Fist zu riskant. Aber dieses Ignite bedeutet halt, dass Steve in einem 1 gegen 1 viel mehr aufpasst. Oh! Schöne Ulti. Trashy muss da aufpassen. Kriegt den Knockup zwar. Der Schaden von Sengoku könnte reichen. Dafür. Zack, der ist so down. Schön gemacht hier von Sengoku. Das hat Fox wirklich nicht gut bedacht. Hätte da wesentlich früher schon die Situation begreifen müssen. Hat viele Auto-Tags nochmal auf Trashy rausgebracht, was halt keinen Sinn hat. Also ich beeinflusst hat keinen von beiden, weil Rek'Sai hätte jetzt eh nicht weiter gegankt, sondern wäre Farm gegangen und im Farm verlierst du jetzt keine AP mehr. Also das mit der Ult war wirklich gut gedacht. Da hat er so ein bisschen den Wind aus Trashys Gank rausgenommen, aber da dann nochmal zu versuchen, 100, 200 Schaden mehr auf Trashy zu machen, der sowieso nicht in der Gefahr war zu sterben, hat ihm dann im Endeffekt selbst das Leben gekostet. War gut gemacht von Sengoku da. Hier sehen wir es nochmal. Die Ult war wirklich nicht schlecht. Er hat sich nochmal Zeit raus, aber da seht ihr es. Er macht halt ein Auto. Ja, gut, es war ein Auto. Er wäre wahrscheinlich. Mit dem Flash wäre trotzdem gestorben, So oder so gestorben. Wobei man sagen muss, Asia wurde ja genervt und man hat jetzt keine Movement Speed mehr durch die Mauer. Also, das hat man jetzt hier gesehen. Er ist durchgegangen, hätte er früher noch die Laufgeschwindigkeit bekommen, wäre er wahrscheinlich durchgelaufen und hätte es wahrscheinlich geschafft. Er hat doch jetzt wieder sein Heal ready. Das war echt ein bisschen bitter. Vielleicht Pech oder vielleicht gut getimt von Trashy. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall, Sengoku damit jetzt mit dem Kill ungefähr ein halbes Level schon vorn. Also nicht die beste Ausgangsposition für Fox. Vielleicht hat man hier so ein bisschen tatsächlich Asia mit Absicht offen gelassen, damit man sein eher mäßiges Early Game hier ausnutzen kann. Bisher klappt das wirklich ziemlich gut. 10 Farm vorne, ein Level nun, ein Kill. Spell wird vom Ward gesehen. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Der hilft jetzt gerade Gilius. Gut, auf der Toplane will anscheinend eh jeder in die Base gehen. Auf der Toplane wird auch nicht viel passieren. Du hast halt den Ezreal mit der Träne, der wäre erstmal in Ruhe. Scully und das Kobe stimmt. Ist jetzt mit dem BF auch um einiges stärker. Zack, er pusht jetzt auch so gut, wie es geht, aber wie gesagt, die Vasallen werden ihr Ziel, also den Turret
und den Tod unterm Tür wahrscheinlich. Oh, doch, es werden ein paar fallen. Also er wird ein paar Vasallen verlieren. Das ist auch so ein Stück weit das Ziel von Mr. Redis jetzt gewesen. Genau die gleiche Farm, geht jetzt Base, geht weiter Richtung... Er hat sich das Mana-Mune komplett geholt. Okay, geht also nicht die Iceborne-Variante. Er hat eine sehr frühe Träne gehabt. Er versucht jetzt hier einfach sein Muramana tatsächlich so schnell wie möglich zu bekommen, weil du... Also, in der Theorie kannst du es mit Iceborne schneller bekommen als mit Mana-Mune, weil du halt mehr Cooldown-Reduction hast, aber in der Praxis schaffst du es nicht, dein Q immer auf Cooldown zu halten. Das heißt, durch die Auto-Attacks von dem Mana-Mune, die ja auch stacken, bist du in der Regel mit Mana-Mune ungefähr gleich schnell oder sogar schneller. Und wie gesagt, er hat hier Träne, glaube ich, so Minute 4 oder so gehabt. Das heißt, er könnte Minute 17, 18 seinen Muramana bereits fertig haben. Und das könnte für einen sehr, sehr großen Powerspike sorgen. Mickey jetzt hier wieder bedroht. Von er hat noch Flash und Ult. Der wird hier, glaube ich, einfach raussurfen. Bord, Ult mit Flash kombiniert. Das war schon sehr, sehr sauber. Er hat natürlich den Beschwörerzauber verloren, dafür aber die Zeit verbraucht. Und Kildius Ult immer forciert. Ja, das stimmt, das ist auch nicht schlecht. Natürlich cooler und technisch bedacht. Okay-ish, aber einen Bart abzuholen, man hat es gesehen, ist gar nicht so einfach. Mit der magischen Reise kam er wirklich weit weg. Gildius merkt man halt wirklich diesen Nachteil an, den Gragas hat. Er ist nicht der schnellste im Jungle, er kann nicht so häufig ganken. Und damit natürlich auch ein kleiner Nachteil. Aber trotzdem ein sehr starker Engage-Champion. Und die klassische Kombo, die wir jetzt hier sehen, aus quasi Double Tank mehr oder weniger. Natürlich wird hier Gildius auf Runic Echoes im Jungle gehen, aber er geht danach relativ tanky. Und er ist halt dieser klassische Beefy Jungler mit CC, mit Engage-Potenzial. Und das kombiniert mit nochmal quasi einem sehr ähnlichen Champion auf der Toplane, Poppy, die auch sehr viel CC mitbringt und sehr tanky ist. Das ist halt das, was wir immer so Season 5 auf den Worlds gesehen haben und was auch immer noch sehr gut funktionieren kann. Was halt wesentlich fehlerunabhängiger ist. Der Schaden ist echt hoch von der Victor Ult. Jeder muss Fox auf jeden Fall aufpassen. Überlebt das Ganze hier zwar ohne weiteres, hat aber keinen Pot mehr. Hat sich für die Refillable Potion entschieden, weil er weiß, okay, ich gehe eh so oft in die Base. Da kaufe ich mir einfach das Ding. Ja, ist quasi so ein Rabatt. Richtig, das ist eine gute Variante. Also die 150 Gold hat er jetzt schon wieder drin, so ungefähr. Hat jetzt den Stinger am Start, geht also nicht die Höllenzepter-Variante. Die ihm hier einiges an Sicherheit geben würde. Die würde hier Sicherheit geben. Stinger ist natürlich offensiver. Und vielleicht kombiniert das. Vielleicht sagt er sich Stinger und danach gehe ich Höllenzepter. Das ist immer so eine Mechanik, die er oft gebracht hat. Aber ich finde aber, er kriegt gerade so viel Schaden und hat sowieso einen hohen Damage-Output. Warum nicht einfach den Mantel? Aber vielleicht hat er jetzt gerade genau genug Geld dafür gehabt. Extra Ult kommt hier raus. Das hat Gildius noch gesehen. Also da nicht optimal. Oh, der Fisch trifft trotzdem Steve. Hat noch Flash, hat auch noch Ult. Der sollte hier eigentlich ohne weiteres wegkommen. Wanda sehr aggressiv. Kann da gut Schaden anrichten auf jeden Fall. Ist hier auf 15 farmt worden, gewinnt die Top-Lane. Weil die Solo-Lane sehr souverän. Und hier, Kobbe mit Problemen. Mein Gott. Oh, Q, es reicht nicht. Wie knapp. Also das sind halt wirklich diese ganz kleinen Schadenswerte, die fehlen. Aber Fox, der ist on the way. Der hat ja den Long-Range-Q rausgebracht. Aber Kobe läuft durch, hat das Ganze beobachtet. Bart-Ult. Das sieht so albern aus. Oh, nochmal gestunt. Eieiei. Mickey, der Bart-Main. Aber der Tower, der kriegt nur wirklich ordentlich Schaden. Fox muss nur aufpassen, jetzt in der Midlane da nicht zu viel zu verlieren. Kriegt jetzt hier den gegnerischen Blue Buff nochmal mitgenommen, so wie es aussieht. Verpasst dafür eine Wave in der Mitte. Ja, das ist nicht optimal. Top Tower fällt auch nicht, aber trotzdem ein ziemlich guter Trade hier von Schalke gewesen. Ah, Senkux, der kann jetzt hier den Turm ordentlich einheizen. Azir mit dem Blue Buff am Start. Schauen wir mal, ob da Trashy und Senkux in der Lage sein werden, den Blue Buff dann von Schalke wegzustehlen, weil Azir mit einem Blue Buff ist schon sehr unangenehm, gerade wenn du selbst dann mehr auf dein Mana achten musst. Er hat ihn ja später gemacht, das bedeutet, sie werden ihn ganz gut überwachen können. Sind viele Wards jetzt aber platziert worden. Magische Reise des Todes. Kriegt sofort das Q ins Gesicht. Der Root ist auch da. Also kann ihn ewig festhalten. Das Battle kommt also easy peasy davon. Und Mr. Relis muss sich so schnell wie es geht wieder auf seine Lane begeben. Aber ich denke, Blue Buff wird ganz gut geplant sein. Das müsste eigentlich Gildius bekommen. Und darum fighten in dem Bereich ist mit Azir nicht klug. No. Erster Drache ist jetzt hier auch der Wasserdrache, wird bisher von beiden Teams ein bisschen außen vor gelassen. Trashy nun in der Mitte, Fox hat seinen Flash, vielleicht muss das hier zünden. Ah, er kommt so ran, Senkux mit gut Schaden. Er ultet einfach nur, damit er ihn vertreibt. Ja, und er muss wieder Base gehen und er verliert wieder eine Wave. Also Fox, er stirbt zwar nicht mehr, aber er fällt trotzdem weiter und weiter nach hinten. Und Trashy und Senkux machen das hier wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, scheint schon ein bisschen geplant zu sein, diesen Azir hier offen zu lassen. Und bisher geht das wirklich gut auf. Die Frage ist natürlich nur, ob sie ihn dann im späteren Spielverlauf auch noch klein kriegen. Weil da ist ja quasi wirklich erst die starke Phase von Asia erreicht. Ist auch so seltsam, dass Fox keine Interventionsmaßnahmen einnimmt. Also, er geht weiter auf Nashors Zahn. Ein sehr gutes, scalendes Item allerdings.
Und er hat keine Magieresistenz. Also ich meine, das ist ja das Problem, was er gerade hat, dass er durch diese Engages wirklich unglaublich viel Leben verliert und dann gehen muss. Die Potion hin oder her, was super toll ist, aber 20 Farm. 20 Farm ist offiziell ein Kill. Das ist genauso viel Gold. Ja. Ärgerlich für ihn. Ist auch ein Level hinten, das heißt, Sengux wird vor ihm Level 11 erreichen und da muss er dann auch nochmal brutal aufpassen, dass er da nicht einfach umgebürstet wird. Und der Level 11 Victor Ultimate spürst du ein bisschen mehr als die Asia-Variante. Auf jeden Fall. Gerade auf dem Patch. Da ist es nochmal ein bisschen härter, weil jetzt nicht mehr so viel, oder die Soldaten halt auch nicht mehr so lange halten. Die Anzahl erhöht sich ja trotzdem, aber naja. Schwierig. Also Schalke muss hier auf jeden Fall Betrieb machen. Es sieht natürlich sehr, sehr ausgeglichen aus, aber so ein Midlane-Verhältnis, ich meine, das ist halt das, wo wir definieren auf einem sehr, sehr hohen Bereich, ob jemand die Midlane gewonnen hat oder nicht. Ja. So, und Sengax hat nicht nur den Kill, sondern er hat den bessere Farm und das ist halt Win-Win. 1v1-Kills treten halt eigentlich auch sehr selten auf. Genauso wie 2v2-Kills, wie wir im letzten Fnatic-Spiel zum Beispiel sehr selten auftreten. Das ist dann quasi so, dass die oberste Grenze von Lane gewonnen. Wenn du 10, 20 Farmen vorne bist, hast du die Lane gewonnen. Wenn du die auch noch killst, den Gegner, dann ist halt komplett Ende. No. Und jetzt sehen wir hier einen kleinen 3-Mann-Push auf der Top-Lane. Gilius sneakt sich durch die Büsche auf die Lane. Splice hat das aber so ein bisschen gerochen. Lassen jetzt hier ihren Turm fallen. Währenddessen Rek'Sai mit der Ult Richtung Drache. Könnte diesen jetzt durchaus alleine machen. Pinkt aber den Blue-Buff. Was Gilius hier macht, oder? Ah. Man muss das hängen, ist ein bisschen paranoid. Ey, Kobe, er verliert auf jeden Fall den Blue-Buff an sein. Also Fox kriegt den nicht. Das hey, könnte gut ausgehen. Schöner Flash. Zack, das ist fast. Kobis tot. Der darf da nicht entkommen. Schade. Gute Ding. Variante. Hat nicht geheilt. Der wäre eigentlich in die magische Reise nochmal reingekommen. Kein Heal, keine Bart-Ulti. Wenn man hier ein bisschen besser vorbereitet gewesen. Ich glaube, da war man echt ein bisschen panisch quasi. Mit dem Heal und einer guten Bart-Ult hätte man das hier durchaus überleben können. Schön gedacht, aber im Endeffekt der zweite Kill für Mr. Wallace. Und der ist schon gut im Spiel. Der ist 10 Farm von der Caitlyn. Das ist als Ezreal fast schon eine Meisterleistung. Ich glaube, das ist auch der Fokus, worauf sich Gilius jetzt gerade so ein bisschen geeinigt absolut, hat. Ist absolut richtig. Richtig, dass er einfach sagt, hey, ich nehme es hier, ich verstärke unseren AD-Carry, der eigentlich hinter Caitlyn ein bisschen hinten liegen müsste irgendwann. Oh, Botlane. Jetzt der Dive, aber Steve, der ist tanky. Butz, da gibt's keinen und Jungler mehr. Und ganz weit, auch noch über die Kante. Fliegt hier komplett weg und Wanda hat 2 Tower Shots gefressen. Oh, Steve hätte den durchaus chasen können hier. Wanda hatte keinen. Ah, nee, er wäre dann wieder mit 2 gegen 1 gelandet. Und dann wäre wieder playful. Fang also jetzt hier den Drachen an. Den werden sie wahrscheinlich trotzdem kriegen. Aber trotzdem, ich finde die Entscheidung, wie du schon gesagt hast, von Gilius da auf jeden Fall richtig. Weil in der Midlane den Victor zu töten, ist ziemlich schwer. Weil halt Fox echt Probleme hatte, hier mitzuhalten. Und sie scalen eh beide. Das ja. Auf der anderen Seite, der Fizz ist halt ungängbar, auch wenn er keinen Flash hat. Und Toplane ist aber ziemlich angreifbar, wie wir gerade gesehen haben. Und bisher geht das wirklich gut auf. Ezreal mit 2-0 ist eine Gefahr. Okay, Fox bleibt cool. Der läuft da. Oh, was macht der Bart denn da? Wollte beide erwischen, ist jetzt Gilius in der Mangel, der müsste sterben. Zack, wird da. Oh, von Bart aber getötet, das ist okay. Hier denkst du der Kill nicht an den Midlaner. Bitter trotzdem, dass man hier quasi Fox nicht hat holen können, weil er guten Sidestep gemacht hat, aber im Endeffekt Gilius dann derjenige ist, der darunter leidet. Er ist halt Gragas mit Runic Echoes First, das heißt momentan ist er noch kein Tank. Zwar ganz gute Grundwerte, wird auch durch den Sustain von seinen Spells ein bisschen tankier, aber im Endeffekt so ein Burst-Damage von einem relativ gefeedeten Victor, der bereits jetzt seine Level 11 Ulti erreicht hat, fällt man dann doch schneller als einem lieb ist. Tower wird jetzt hier allerdings fallen. Splice damit vom Gold her wieder leicht vorn, hauptsächlich durch den Farmunterschied. In der Midlane ist er wieder ein bisschen gesunken, also Fox hier nur 10 Farm hinten. Ein Kill, noch ein Assist kommt dazu, aber das ist verkraftbar. Es hat sich wieder so ein bisschen relativiert. Also es ist bisher auf jeden Fall noch alles offen. Ja, Turm wird jetzt aber fallen. Das bedeutet, Schalke da vom globalen Gold her dabei ranzuziehen. Ezreal Ult geht auch nochmal durch. Ui, da dürfen wir auch mit der Kamera hinterher. Sie dient natürlich wieder, um die Vasallen schnell auszuschalten, um zu pushen und woanders hin zu rotieren. Denn das macht Splice ja nicht schlecht. Haben die Toplane bekommen, gehen jetzt hier zur Midlane und der nächste Fokus wird dann auf der Botlane sein, denn das ist die Hauptaufgabe von Kate. Ja, wirklich gut. Vor allem wichtig, dass man jetzt hier den Mitteturm bekommen hat. Ist der mit Abstand wichtigste der T1-Türme. Schlägst quasi so eine Art Keil in die Map-Präsenz des Gegners. Und im Endeffekt ist es zwar 2-2 Türme, aber dass hier Schalke den mittleren verloren hat, ist wesentlich wichtiger für Splice, als dass sie jetzt hier die äußeren verloren haben. Damit können sie auf jeden Fall leben. Frage ist nur, wann kann sich hier Schalke den ersten Mitturm holen? Asien macht auch nicht wenig Schaden am Töd, konnte da bisher aber nicht wirklich präsent sein, weil er halt in der Mitte so bedroht war. Und auf dem Patch weniger. Er kann die Soldaten nicht mehr hinballern. In dem Patch wesentlich weniger. Ist jetzt eigentlich mehr so. Er hatte zwar noch mehr Attack Speed, da ist er noch ein bisschen besser, aber an sich, vom Schaden her, ist er dann quasi nur ein bisschen schneller als ein normaler Midlaner, das stimmt. Man sieht ja, dass die Leute trotzdem ja noch auf ihn reagieren. In allen Spielen zuvor, in allen Vieren, wurde Asia gebannt. Und jetzt ist er mal durchgekommen, anscheinend mit einem gewissen Plan. Also Trashy hat doch gesagt, nur noch Midlane. Gilius sagt,
Ich habe keinen Bock darauf. Ich gehe hier auf die Botlane. Aber die Frage ist halt, ob ein Tod und 20 Farm Defizit ausreichen, um einen sehr, sehr starken Champ, gerade auch im Mid-Late-Game, klein zu halten. Und ich denke nicht, dass das ausreichen wird. Da geht es ja als nächstes auf Rylai. Und wenn er das fertig hat, dann ist es egal, ob das jetzt Minute 25 oder 26 ist. Er wird trotzdem nützlich sein. Ja, das ist so ein bisschen der Counterpart. Ich denke, das Gegenargument von Splice wäre dann wahrscheinlich, hey, aber wir bringen Victor nach vorne. Wir schaffen es, dass Victor zwei Items hat. Ist natürlich beim Hexcore schwer zu messen, aber es kostet halt jedes Mal 1000. Und das ist schon die 2000er-Variante, die er bei sich trägt. Also, ich sag mal, am Ende war ausgeglichen. Oder zu einer gewissen Zeit war es ausgeglichen. Es kommt darauf an, wie jetzt Fox weiterhin performt. Und das ist halt so ein wirklich entscheidender Aspekt. Also, denn bisher nicht mehr gestorben. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Leistung. Weil Trashy war da schon noch zwei, dreimal mehr in der Midlane. Natürlich, einmal musste Gilius dran glauben. Jetzt gibt man hier Herald. Den Herald an den Fizz ab. Fizz auch ein ziemlich potenter Champion mit diesem Buff. Gerade der All-In-Damage, der ja, obwohl man Tanky baut, sehr hoch ist. Noch ist der wird nicht immer verstärkt. Oh, vielleicht das Mainz. Senkak ist aber bereit, hier die Leute auszulöschen. Die Ultimate nicht ganz perfekt. Gilius disengaged. Und der Herald. Der holt nochmal einiges an Leben nach, wurde mehr oder weniger resettet. Das denke ich ganz gut. Mr. Race ist ein bisschen alleine. TP kommt da durch. Das wird schwierig. Magische Reise geht durch. Und Steve aber Wander auch. Mit dem Fisch. Oh, der Fisch hat getroffen. Genau wie die Bart. Und aber der Schaden ist weg. Steve ballert Bart aus dem Leben, mehr oder weniger. Wander, der kann fallen. Mr. Race übersteht das. Schalke mit einem guten Turnaround hier. Stark gemacht. Schöner Stark Konter. Von Steve auch reagiert. Das ist wichtig. Absolut, ja. Steve sogar. Wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem fast gleichzeitigen Teleport von Wanda, also wirklich gute Reaktion, aber auch stark gemacht von Mr. Wallace, hat da den ersten CC direkt mit dem E gedodged. Hier sehen wir es nochmal. TP kam jetzt raus. Okay, ein bisschen später war Steve's TP. Wobei doch ziemlich später, also hätte ich mir ein bisschen früher gewünscht. Hier der E, quasi den Q-Schaden gedodged. Gut, dass das noch drin war, hat ihn aber gerettet, Also sein Flash war quasi nicht mal die richtige Entscheidung. Ja, der wäre zweimal gestorben, ja. Die Bart-Ulti hat ihn hier brutal gerettet und er kriegt dann auch noch den Kill, steht jetzt 3-0, wirklich gut da. Und hat jetzt in der 20. Minute schon Muramana plus Cooldown Boots und noch einen Vamp-Scepter. Der Junge ist jetzt unglaublich stark und Schalke müsste diesen Power-Spike jetzt ausnutzen. Fox hat leider noch keinen Rylai's. In der perfekten Welt hätte er jetzt seinen Rylai's fertig. Aber so muss man sich ein bisschen versuchen, auf den Ezreal zu verlassen, weil hier Cobber hat noch kein Infinity Edge. Das ist im Prinzip der perfekte Zeitpunkt für Mr. Rallis, seinen Vorteil jetzt auszunutzen. Die Frage, in was mündet das? Sagen sie sich jetzt, okay, wir haben jetzt die nächste Minute den Vorteil, holen jetzt den blauen Drachen. Yo, Ocean Drake ist halt, ich muss sagen, das ist halt nach dem Luftdrachen das nächste Opfer so. Der ist halt wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Aber man muss ja sagen, du bereitest ja auch den Elder Drake vor, du machst ihn ja besser, wenn du mehrere Drakes hast. Also man sollte sich trotzdem darum bemühen. Hier kam Mickey nochmal so ein bisschen weg, Gio ist auch jetzt etwas beschleunigt. Aber ich denke, der Mr. Rallis mit dem Ezreal soll jetzt die Brücke sein für Fox, dass er mehr oder weniger, oder dass das Spiel sich so ausgleicht, dass man hier wirklich einen guten Asi hinbekommt. Weil, wenn du eine Komposition baust, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, mit zwei übelsten Tanks vorne, mit einer richtig, richtig starken Frontline, dann brauchst du Schaden hin. Und verdammt viel. Und das haben sie, finde ich, hier bisher ganz gut ausgeglichen. Also sie haben dann wirklich eine runde Komposition aufgebaut. Trotzdem heißen sie sich nicht nur auf die Komposition zu verlassen, sondern auf den einzelnen Skill. Und da muss Fox, muss ich sagen, ein bisschen aufholen. Auf jeden Fall. Jetzt Wonder hier. Bisschen bedroht. Steve hat aber den Damage dann am Endeffekt kassiert. Solaris jetzt fertig für Gilius. Das könnte wirklich wichtig werden, weil jetzt hat er zumindest ein bisschen Grundtanking. Wir hatten vorhin bei diesem Herald-Kampf gesehen, dass er wirklich von Sengoku gerade extrem hart auf die Mütze bekommt. Und im Endeffekt da dann als Tank nicht wirklich relevant war. Jetzt aber zumindest von der Magieresistenz hier so ein bisschen aktiv. Jetzt noch ein Rüstungsitem, so ein Randuins oder ein Deadmans. Und dann kann er anfangen, wirklich Frontline zu spielen. Drache wird jetzt hier angefangen von Splice. Die Frage ist, wird Schalke das halt bekämpfen? Na, können sie nicht. Fox ist nicht da. Cox ist wieder in der Base. Hat sich jetzt sein Rylai's aber geholt. Das heißt, man gibt jetzt den Drachen auf. Das ist verkraftbar. Es ist nur der zweite Ocean Drake. Jetzt könnte man versuchen zu kämpfen. Man hat gerade den Power Spike auf Fox. Der ist nützlich mit diesen Items, auch obwohl er die Lane verloren hat. Man hat den Power Spike auf Mr. Rallis. Und ganz wichtig, Cobbe hat sein Infinity Edge noch nicht fertig. Wanda hat sein Sunfire noch nicht fertig. Er kriegt es jetzt aber. Also Cobbe wird jetzt sein Infinity Edge 100 Pro haben. Ja, sie müssen vielleicht gucken, vielleicht können sie hier das Backporten hindern, aber sieht nicht so aus, als ob sie irgendwie aktiv werden wollen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man diese Power Spikes nicht versucht auszunutzen. Natürlich kann sich Schalke auch sagen, okay, wir spielen das einfach safe bis ins Late Game, wir haben Asi, der rastet dann aus, aber... Sie haben auch Victor, ne? Genau, das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die richtige Entscheidung ist. Jetzt hat er Infinity Edge fertig. Das ist halt so ein bisschen diese Passivität, die oft Elements auch im letzten Jahr das Spiel verloren hat. Sie haben halt nie wirklich grobe Fehler gemacht,
oder in vielen Games keine groben Fehler, aber das Spiel hat so vor sich hin vegetiert und ist dann irgendwann einfach gegen sie gegangen. Hier ist es bisher noch viel knapper auf jeden Fall. 700 Gold Unterschied, das ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Das ist nichts. Aber man merkt trotzdem, dass das Spiel momentan Splice gehört. Also sie geben so ein bisschen den Ton an. Wie gesagt, die Drachenkontrolle ist da so ein Indikator für. Vielleicht kann man jetzt den mittleren Turret so ein bisschen bedrohen. Steve da mit einer schönen, mit einem schönen Tackle, kann man sagen. Den Kollegen an die Wand gebolzt. Aber man sieht schon, jetzt macht Karma halt nicht mehr wirklich Damage. Also diese Phase, wo Karma als Schadensquelle noch relevant ist, die ist jetzt bereits vorbei. Jetzt gilt es für sie, den Ezreal zu beschützen, vielleicht ein bisschen Movement Speed zu geben für einen möglichen Engage und einfach so dieser Peel-Support zu sein. Botlane währenddessen Cobble in der Lage gewesen, den Turm einzureißen. Wird da auch bisher komplett allein gelassen. Die Frage ist jetzt, was macht Stark? Versuchen sie jetzt zu gruppieren? Sieht ganz gut aus. Also das ist auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Nämlich Caitlyn nicht da, aber Gilius, der muss aufpassen. Oh, Wort-Ult ist auf Foxkiller. Der muss sofort mit der Wall disengagen. Der flecht das mal davon. Der Fisch trifft drei Leute. Fox, zack, mit der Ultimate. Bisschen offensiver gesetzt. Aber und Trashy hier abzuholen. Wonderweer kassiert die ebenfalls. Denn Mr. Red ist ja da. Steve ist ebenfalls da. 2-2 getauscht. Oh, Fox, die Wall, die hat natürlich die Kills nochmal beschert. Aber da muss der Flash und so weiter sitzen. Er muss aus der Bart-Ult raus. Also, dass er sich davon hat erwischen lassen, das ist schon das zweite Mal jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr fahrlässig. Das darf nicht passieren. Ja, und den Turm würden sie wahrscheinlich nicht verteidigen können. Mr. Ralls hat da zu wenig Leben, um hier nochmal zu autotacken. Muss da ganz doll aufpassen. Zengux kann ihn hier fast schon one-shotten. Ah, gibt hier sein Bestes. Der Turm hat noch halbes Leben. Also sie sind hier tatsächlich... Oh, offensives E. Hat aber viel Heal bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wodurch. Vielleicht... Nee, Karma hielt nur sich selbst, ja, er hat doch schon das Cutlass, das stimmt, sagen. Das stimmt. Also das Enter-Messer, was gerade auf Cooldown ist. Aber man sieht, Schalke ist in der Lage hier durchaus zu kämpfen. Das war eigentlich ein guter Engage von Splice. Hier sieht man es nochmal, die Bart-Ulti war halt alles andere als schlecht gesetzt. Fox hätte hier definitiv wegflashen sollen. Weil es war ja auch das ganze Team in der Nähe. Er kriegt hier den Knock-Up, er kriegt die Fizz-Ulti ab, er kriegt die ganze Combo von Sengkux ab. Kann dann natürlich die beiden relativ niedrigen Ziele nochmal in die Nähe von Mr. Rales schubsen. Und so bekommt er zumindest einen der Kills nochmal. Einer geht dann noch an Spreadle. Es war ein 2-2-Trade. Aber ich denke, hätte Asi hier eine bessere Ult setzen können, dann wäre das durchaus auch ein besserer Trade geworden für Schalke. Außerdem hat Steve hier eine große Rolle gespielt. Er hat einfach Kobe 2 Stunden weggehalten. Ja. Und hat halt null Schaden von ihm bekommen. Das ist das Problem. Du hast zwar eine Masse an Crit, aber du hast noch keine Durchdringung. Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt ist Mr. Rales so unglaublich viel relevanter als Kobe. Er hat jetzt sein Blade auch noch fertig. Da, die einzige Gefahr, die er jetzt hat, ist hier tatsächlich Sengkux. Wenn Sengkux nicht in der Lage ist, Mr. Rales im Teamfight entweder durch einen Laser instant zu halbieren oder durch einen Ult direkt zu one-shotten, dann wird es Splice hier extrem schwer haben, weil Fizz hat nicht annähernd genug Items, um diesem Ezreal gefährlich zu werden. Das ist einer der großen Vorteile. Du kannst halt gegen diese Bruiser, die normalerweise den AD Carry komplett rausnehmen, sehr gut klarkommen. Und auch Rek'Sai ist da in keiner Form tanky genug, um gegen Ezreal lange durchzuhalten. Zusammen mit dem Karma-Schild ist es sowieso ein Ding der Unmöglichkeit, ohne den Schaden von Sengkux hier an diesen Ezreal ranzukommen. Wenn er sich jetzt noch einen Hexdringer kauft, oder einen Maw sogar, dann wird es selbst für Sengkux schwer, weil der hat sich jetzt einen Lich Bane geholt, was ich sehr gut finde, muss ich sagen, weil da der One-Shot noch stärker wird, aber hat jetzt eben nochmal mindestens 2.500 Gold, bis er sein Void hat. Und wenn jetzt Magieresistenz bei Mr. Rales kommt, dann könnte das so ein Zeitfenster für Schalke eröffnen, wo sie tatsächlich einen Mr. Rales haben, der einfach nicht zu töten ist. Plus natürlich, dass man, also man muss da ein bisschen an Fox denken. Also ich denke, Zenko hat die richtige Itemwahl getroffen, weil, wie gesagt, noch keine Magieresistenz bei beiden da ist. Fox lässt sich immer noch mit dem Höllenzepter Zeit. Hexdring hast du ja erwähnt, kann man machen. Mickey, wo ist die Ult? Oh, schon wieder so knapp. Red Buff, es reicht. Oh, der verbrennt. Der wird von Fox aufgesäbelt. Oh. Bitte, hat sogar noch einen Heal forciert. Sehr, sehr schön gemacht. Also Kobe konnte ihn dann nicht retten. Fox dann mit einem ganz wichtigen Kill. Weil jetzt kriegst du den Turret. Und Mr. Rellis, der hat auf jeden Fall hier die Carry-Hosen an. Und genauso muss man es machen. Spreadle, größte Vorsicht. Den Fisch willst du da nicht ins Gesicht kriegen. Das Kammerschild ist hier wirklich sehr, sehr effektiv. Haben aber keine Minions. Also sie könnten jetzt eventuell den Weg Richtung Baron wagen. Mit Asia und einem Ezreal mit Blade hat man da sehr viel Schaden. Nee. Ist aber riskant. Gegen den Victor ist das wirklich nicht unbedingt immer eine gute Entscheidung. Ziehen sich jetzt hier auch zurück. Infernaler Drache in einem. Oh, zack! Oh, Kobi! Konnte natürlich mit dem Kobi mit einem übel guten Flash. Konnte der Betäubung entkommen. War natürlich nicht schlecht, aber Steve hat... das war die ganze Combo auf Steve. Ja gut, Steve, von der Geistersicht unmöglich. Also das war auf jeden Fall keine gute Entscheidung von Sengkux. Die Ult ist viel zu wichtig, um sie auf jemanden wie Steve zu verwenden, der hier tatsächlich mit 160 MR rumläuft. Ja, der ist halt einfach Poppy. Wenn er noch das W aktiviert oder unter 40% Leben fällt, dann hat er 200, 200. Das sind einfach die epischen Todesstats. Da sieht man es nochmal. Aber wieder, Mickey hat Flash.
Wann flasht er? Er flasht nicht jetzt weg. Nö, er flasht jetzt weg. Er hätte beim ersten Soldaten instant wegflashen sollen, weil das ist auch ein... Mit dem Q sogar noch. Das ist ein Asien mit Rylice, vor dem kommst du nicht weg. Da ist ein Ezreal mit Iceborne, vor dem kommst du nicht weg. Da musst du sofort flashen, wenn dein Team nicht in der Lage ist zu antworten. Und das war dann im Endeffekt leider eine falsche Entscheidung von Mickey, die nicht nur den Kill, sondern eben auch den finalen T1-Turm von Splice beschert hat. Jetzt aber Gilius out of position. Ja, also... Oh, what? Ach, du meinst. Wieso flashst du nicht gleich? Super ärgerlich. Spreadle jetzt im 1 gegen 1 gegen Miggy ist so Portal Battle. Also ich meine, er konnte nicht mit dem Bauchhammer vorbei, das verstehe ich. Aber Flash eh. Flash eh. Und da ist jetzt der infernale Drache weg. Vorhin hat es nur einen Wasserdrachen bedeutet, jetzt aber 6% mehr Schaden. Das könnte Sengoku natürlich brutal nach vorne nochmal schicken. Und auch der infernale Drache selbst für Schalke hätte sehr wichtig sein können. Klar. Ein bisschen mehr Damage für beide Carries, die hier sowieso schon eigentlich inzwischen echt nicht mehr so schlecht dastehen. Aber das war leider echt nicht gut gemacht von Gilius. Man merkt halt auch, wenn ihm diese Elise fehlt, auf der er sich sehr wohl fühlt, dann ist er im Spiel einfach nicht so relevant wie sonst. Also 0-3-4, das kann man natürlich bei 6 Kills noch verkraften, aber 3 Tode als Frontline zu haben. Und jetzt fangen sie hier tatsächlich den Baron an. Der fällt natürlich mit einem Victor, der Lichbane hat, sehr, sehr schnell. Der Jungler von Schalke ist noch tot, aber das ist super riskant. Asier braucht jetzt hier einen Soldaten, aber der ist fast down. Der ist fast down, der fällt hier, der Baron. Wow. Oh, super schön gemacht von Splice. Wirklich die Entscheidung auch komplett durch, so mit der Victor-Ult, weil die hat die einfach drauf. Wo war denn Fox? Da war nicht ein Soldat drin in der Pit. Sehr irritierend. War ein bisschen fahrlässig. Also zwei fahrlässige Aktionen hintereinander. Erstens, Gios hier erwischt worden. Das hat auch dazu geführt, ich meine, wenn der Jungler tot ist, machst du ein großes Objekt. Dass sie den Barrier so schnell erledigt haben, ohne den Mountain Drake, war erstaunlich. Aber du hast erwähnt, Victor ist da wirklich nicht schlecht. Kobe hat schon mittlerweile ordentlich Crit zur Verfügung. Und für Schalke sieht das hier nicht gut aus. Klar, der Goldabstand ist nicht groß, aber die Goldverteilung ist halt wirklich kritisch. Kobe geht es wunderbar. Der hat ja seine 3 Crit-Items. Der ist mit Kate richtig, richtig gut und überflügelt jetzt den Ezreal. Zumindest was so die stumpfe Effektivität mit den Auto-Attacks angeht. Und ja, also Schalke muss auf jeden Fall sich konzentrieren. Die Elise scheint Gilius wirklich zu fehlen. Ja, der Vorteil ist natürlich für Schalke, also Kobe braucht jetzt eigentlich mindestens noch sein Last Whisper, um relevant zu sein, weil wir haben hier quasi 3 Ziele, die schon gut Rüstung haben. Da zählt dann Ezreal auch nochmal dazu. Trotzdem, gerade mit dem Victor, mit Lichbane kann man sich so einem Turm sehr, sehr schnell entledigen. Gerade mit Baron-Buff nochmal. Nun wird der Botlane-Turm angegriffen und Schalke muss jetzt eine Entscheidung treffen. Lassen sie alle T2-Türme fallen, was sehr riskant ist, weil man dann Splice extrem viel Gold gibt. Fox ist nicht da. Jetzt nochmal die Ultimate gesetzt. Gilius, super low. Der Hammer wird geschwungen. Zack, 3 Leute weg. One of me alleine. 1-1 getauscht. Das hat Steve 1A gemacht. Wird jetzt hier ein bisschen angelasert. Den interessiert Zengax überhaupt nicht. Der ist halt super tanky, aber Gilius ist hier wieder erwischt worden und Fox zu spät. Also ich meine, Asia ist der Turmverteidigungsking. Der hat super guten Wave Clear und wurde hier, oder hat hier einen seltsamen Backport gewählt. Und das für ein paar Zauberstäbe. Das ist halt uninteressant. Ist kein gutes Timing gewesen. Nee, da sieht man es mal. Fox halt wieder nicht zur Stelle. Engager folgt dann so ein bisschen von Gilius selbst, schmeißt er das Team in sich hinein, stirbt dann nochmal. Die Ult von Steve war wirklich gut. Und es war im Endeffekt ein 1-zu-1-Trade. Also es war verkraftbar. Der Turm ist allerdings schon gefallen. Und Gilius hätte da wirklich nicht unbedingt sterben müssen. Sie haben immerhin Zeit rausgeholt. Der Baron ist jetzt fast schon abgelaufen. Also das kann man noch als okay einstufen. Trotzdem aber wieder eigentlich ein Missplay, muss man sagen. Es hätte besser ausgehen können. Und diese Missplays sind das, was Schalke jetzt hier gerade so ein bisschen Probleme bereitet. Es sind nur 4000 Gold hinten. Das ist noch nicht die Welt nach 32 Minuten, was man auch an den Items sieht. Klar, Fox hat ein paar Probleme, ist hier vom Farm her immer noch nur 20 hin, hält er also gut mit. Aber ihm fehlt halt immer so das bisschen Gold, um das nächste Item fertig zu machen, während Zengungs halt sein Item immer fertig hat. Ja, geht aber auch einen anderen Weg. Also der Hexcore ist auch schwer zu beurteilen. Ist dann aber halt wirklich Rabadons ähnliche Werte. Ja, Fox nicht da. Ich meine, der Turm kriegt halt hier Schaden. Diesmal wird es nicht kollateral sein, also man übersteht das Ganze. Aber das Timing ist nicht optimal. Diesmal hat aber Rabadons dabei. Also ich denke, dafür kann man mal in die Base. Das ist jetzt so ein richtig schöner Power Spike von ihm und Schalke. Jetzt wird auch er wieder gefährlich. Ja. Der wird jetzt super gefährlich, weil Sengoku selbst hat ja auch keine Bisse. Das heißt, auch er fährt sehr, sehr schnell. Oh, Gilius, super offensiv, aber wird ausgelöscht. Keine Chance, der Fisch ist drin, die Bart-Ult über dem Victor, da geht viel Schaden verloren, man flasht, die Asia-Wall, und es ist das, jetzt der gute Steve, super tanky ist da, Will of Sengoku kommt auch noch ran, holt ihn da ab, oh, Mr. Rallis. Mr. Rallis gibt sich größte Mühe, Steve, der ist immer noch am Leben, der ist unsterblich, Mr. Rallis wurde jetzt hochgebrochen, Alter, erledigt, Spreadle, der ersten Support, der kann nichts machen, Steve, der letzte Überlebende, aber es reicht nicht, keiner konnte Kobe bedrohen.
Und der Engage, die, oh, das war vom Timing her katastrophal, weil sie haben ja nicht viel verbraucht, um ihn zu töten. Aber der Kampf war halt trotzdem unglaublich knapp. Also wäre der Engage von Gilius hier besser gelaufen, dann hätte Schalke hier einfach mal ohne Probleme das Ace erzielt. Cobber hat das ganz knapp überlebt, ist zwar jetzt wieder Full HP dank seines Sustains, aber der war auf Messers Schneide, dass der Stun von Mickey da dann Mr. Rales im Endeffekt getroffen hat. Das war halt wirklich wichtig, aber Gilius leider mit dem Flash E und dann der Ult niemanden getroffen, ist dann sofort abgeholt worden, weil ihm einfach die Items fehlen, um gegen eine 3-Item Caitlyn tanky zu sein. Hier sieht man es nochmal, Gilius. Ich glaube, den E, hat er den überhaupt getroffen oder ging auch der schon ins Nichts? Ich auf glaube, jeden Fall Flash E. Der ja. Flash E hat nicht getroffen und die Ult hat Cobber halt nur ein bisschen gegen die Wand geschubst. Er fällt instant und das ist hier von Anfang an ein 4 gegen 4 und dafür macht Schalke hier einen verdammt guten Job. Fox Flash weg, Mr. Rales überlebt das Ganze nochmal ziemlich lange und Steve, mit der Ulti, wie lange der hier durchhält, mit der Ulti Cobber auch schon wieder lange rausgehauen. Fox wird dann von Wanda leider extrem schnell rausgeholt. Mr. Rales wird jetzt hier leider von... Er wird nicht mal gestunt, er wurde nur geslowt, aber das hat ausgereicht. Der Knockup von Trashy hat es dann nochmal fertig gemacht und Cobbe ist halt im ganzen Fight nicht bedroht gewesen. Und eine Caitlyn mit 3,5 Items kannst du so nicht alleine lassen, aber kannst du auch nicht bedrohen, wenn dein Midlaner und dein Jungler tot sind. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich für Schalke. Das hätte hier eventuell der Turnpoint sein können, aber Gilius leider wieder mechanisch irritierenderweise, wenn man das über Gilius sagt, weil wenn Gilius 1 eigentlich immer hat, dann ist es seine Mechanics hier nicht auf der Höhe. Ja, und das ist halt ärgerlich. Schalke. Und beziehungsweise auch Elements damals hat immer dadurch geglänzt, dass sie als Team zusammengehalten haben. Die übelsten Starspieler sind da nicht da, aber das ist immer der Punkt, der einfach so die Sympathie mitbringt, ne? Sie haben jetzt hier keinen überragenden Spieler am Start. Im Chat stand gerade, der Mr. Rales ist in die Caitlyn-Trap gelaufen. Das ist natürlich bitter. Kann aber in so einem Kampf ganz schnell auch mal übersehen werden. Das ist eine weitere Stärke von Caitlyn. Und also ich kann vor allen Dingen auch 600 Kilometer auf den Das Schieben. Würde halt diesen unglaublich hohen Burst-Damage auf Mr. Rales erklären. Jetzt geht das man hier seitens Splice. Oh, das muss man eigentlich contesten. Gilius, okay. Vielleicht kann er sich jetzt immerhin nützlich machen. Geht aber wieder viel zu früh. Oh, sehr, sehr früh. Kann aber hier nicht beschützt werden. Zack, jetzt ist fast. Das war nicht schlecht. Komi, halber HP verloren. Mr. Rales aber ebenfalls bedroht. Noch lebt er. Will sich da raushalten. Steve kümmert sich darum. Den ADC down. Wird aber abgeholt werden. Fox jetzt mit Spreadle gemeinsam am Verteidigen. Aber die wichtigen Leute, die sind schon down. Der Flash war katastrophal. Und Splice holt das hier zu 0. Das war's. Top Lane ist offen. Die können jetzt hier einfach durchlaufen und werden sich das erste Spiel sichern. Eigentlich nicht optimal gemacht. Da hat Trashy gerade Gilius gesmited mit dem Chilling Smite, anstatt auf den Drachen zu warten. Aber mit einem 5-0 Trade ist es natürlich egal, ob du jetzt den zweiten Infernal Drake kriegst oder nicht. Splice gewinnt das erste Spiel nach 36 Minuten. Elements eigentlich echt, beziehungsweise Schalke natürlich, eigentlich echt nicht schlecht gespielt, aber ein paar Fehler, gerade Gilius hat hier nicht gut ausgesehen, haben gereicht, um Splice das Spiel... Ja, zu schenken könnte man fast schon sagen. Mr. Rales hat alles gegeben, steht hier mit 5-2 wirklich gut da im Endeffekt. Aber nicht genug, um hier sein Team zu carryen. Ja, also da hat man wirklich gemerkt, dass halt wirklich das ganze Team an einem Strang ziehen muss. Und ja, die Funktionsweise von Gragas, ich muss sagen, er bringt halt super viel CC mit. Er kann auch zurückfallen, er ist dann immer noch sehr, sehr stark, weil er wirklich diese Slows, diese Knockbacks, er hat da wirklich alles zur Verfügung, was du brauchst, um die Rolle des Tanks zu erfüllen. Aber im Prinzip haben sie hier in der Konstellation was anderes benötigt, seltsamerweise, weil, also Steve hat halt für 90 Mann getankt. Ja, das Ding ist halt, während die Engages gut ausgegangen, hätte man die Caitlyn tatsächlich ins Team reinschmeißen können, in den Asi-Soldaten. Das ist aber ein Traum-Szenario. Ich meine, Kobe ist ja nicht dumm. Von sowas lässt man sich später nicht mehr erwischen. Er war ja auch gar nicht in dieser Flash-Bauchrammer-Range. Fast nie. Das stimmt, aber das Problem war für mich hier einfach, dass... Klar, der Pick war vielleicht nicht optimal, hätte aber trotzdem funktionieren können, weil wenn er nicht in Range ist, dann gehst du halt nicht rein. Die Engages von Gilius, die kamen immer sehr gezwungen rüber und der hat halt selten die Ziele, die er treffen muss, getroffen. Und ein Engage, wenn du nicht die richtigen Ziele triffst, ist dann quasi kein guter Engage. Also man muss hier leider wirklich Gilius als Schwachpunkt im heutigen Spiel zumindest kritisieren. Letzte Woche hat er super gespielt, aber... Anscheinend ist der Elise-Bann wirklich hier aufgegangen. Ja, aber es ist ein Best of Two. Das bedeutet, wir können ja noch ein Nachspiel sehen. Hoffnung ist noch nicht verloren. Wir machen eine kurze Pause, 3,5 Minuten. Danach gibt es die Analyse. Bis gleich.